Hallihallo. Heute gibt es eins der vielleicht erwartetsten Spiele dieses Jahres von Stefan Feld, der ja mit Bora Bora dieses Jahr schon ordentlich zugeschlagen hat. Ich will jetzt einfach Brügge mal nehmen, auspacken und gucken, was jetzt so drin ist. Entschuldigung. Schauen wir mal rein. Bestandsteile. Das sollen, glaube ich, die Kanäle werden später im Spiel. Geld. Noch mehr Geld. Ganze Menge. Noch mehr Marker. Ich hoffe, die Kamera kann das einfangen. Ratten. Sehen, was das dann hier ist, die Anleitung. Was haben wir denn hier? Deutsche Anleitung. Schaut so aus. Die obligatorische Hans-im-Glück-Antwortkarte. Kann man wieder an einem Gewinnspiel wahrscheinlich teilnehmen. Ja. Hier ist noch eine Personenübersichtskarte, Kartenerklärung. Das hier, das kann ich noch nicht sagen. Den Spielplan, den werde ich gleich noch, oder den mache ich jetzt einfach. Der ist kleiner, wie ich dachte. Das ist der Spielplan, ganz toll. Von Michael Menzel wieder designt. Ich versuche das noch ein bisschen näher. Man kann das alles erkennen. Ein paar Tüten, stehe ich ja immer drauf, brauche ich immer, habe ich immer. Ein paar Würfel, die sind aus Holz. Da finde ich ja die Würfel von Bora Bora irgendwie ein bisschen schöner. Aber sie erfüllen sicherlich auch ihren Zweck. Männchen. Verschiedene Größen, neues Design habe ich so auch noch nicht gesehen. Und hier gibt es eine Menge Karten noch. Die bilden das Herzstück des Spiels. Die sollen wohl auch alle unterschiedlich sein. Schauen wir mal rein. Sieht schon so aus. Flossen mal da runternehmen. Schönes Design, schönes Artwork. Und so wie ich das sehe, sind die alle unterschiedlich. Was die ganzen Symbole und so bedeuten, das werde ich nach dem Lesen der Spielregel kennen. Auch eine schöne Kartenqualität, muss ich sagen. Feuerwerker, Brunnenbauer und so weiter. Die anderen Karten sehen genauso aus, die lasse ich jetzt erstmal nochmal eingepackt. Jetzt weiß ich auch, wofür das Teil hier ist. Klickt es einfach. Packe es hier zwischen. Mal wieder alles verstauen. Und das ist das Spiel Brügge von Stefan Feld.